Hallo Leute und willkommen zurück zu The Evil Within. Wir haben hier zuletzt irgendwas gefunden und das gucken wir uns mal an. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin Myra Hansen ist ein echter Kracher, zäh und geradlinig, genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen, sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Oh oh. Ist das so? Oh. Ist damit irgendwas... Ah, das ist ja interessant. Wir sind wieder zurück. Mein Kopf. Also, wenn er sich erinnert oder sein Tagebuch liest, wenn also, ich würde sagen, so ein Teil seiner Vergangenheit, würde ich sagen, wieder irgendwie in seinem Gedächtnis wachgerufen wird, dann... Warum machen die das immer so schleichend hier, als ob hier was Böses wäre? Ich meine, hier ist doch nichts Böses, oder? Man darf doch einfach immer rein und raus. Oder wie war das? Hallo? Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Ja, das glaube ich auch. Zum Speichern nämlich, ne? Kann auch immer speichern. Darf ich? Warum sagst du dann, dass es für mich gut ist, wenn ich nicht darf? Hier entlang, bitte. Okay. Ach, darf ich das nur wieder von der Seite? Darf ich mich eintragen? Nein? Okay, dann folgen wir ihr einfach mal. Okay, Schwester. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Höhe? Was ist das da? Einfach mal vom Weg abweichen? Und ihr nicht folgen. Okay, sind ganz viele Aktensachen. Ich kann auch schleichen. Mhm. Hier ist wieder so ein Stuhl. Soll ich mich reinsetzen? Ich habe einen Schlüssel bekommen. Detective Castellanos? Ja? Haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Kriege ich da eine Belohnung? Okay, danke. Ciao. Welche Der nehmen Inhalt wir denn? Gehört Ihnen. Ach. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Aha. Ob unten oder oben, ist egal. Ich nehme mal hier. Ich fange mal mit unten an. Und wir nehmen mal die da. Die da. Die will ich haben. Muni. Muni ist schön. Und ich kann jederzeit wiederkommen und mir neue Muni holen. Ich hoffe, die bleibt hier. Dankeschön, Schwester. Das hat mir wirklich geholfen. Dann können wir jetzt weitermachen mit wohin auch immer. Eigentlich wollte ich mich schlau machen, wohin, aber Pech. Oh. Eine Karte der Stadt. Vielleicht bringt es etwas, sie wieder zusammenzusetzen. Ach, dafür sind diese Kartenfragmente. Ich denke schon die ganze Zeit, wofür sind die? Aha. Und wenn wir die dann fertig haben, dann haben wir Crimson City zusammengebastelt, ja? Weil er irgendwie auch selber ein bisschen irre geworden ist anscheinend. Und ja, was ist mit der Tür? Ja, ich weiß, das steht, da kann man nicht durch, aber vielleicht ein anderes Mal. Hallo, Schwester. Können wir jetzt speichern? Ja, das ist schön. Speichern ist immer gut. Hat er das jetzt gespeichert oder nicht? Ja, ne? Ja. 2,2. Gut, gut. Können wir jetzt hier... Ich möchte meinen Stuhl benutzen. Ich möchte den tollen Gehirnstuhl benutzen. Und dann kann ich mit dem Spiegel da auch wieder zurück. Aber erstmal nehmen wir unseren coolen Stuhl. Ja? Bockt. Oha. So. Maximale Sprintdauer, Nahkampfschaden, Spritzenwirkung. Ich weiß immer noch nicht, wie ich mir über eine Spritze gebe. Das ist das Problem. Schadensmultiplikator, Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit. Ich... Da sind wir auf Stufe 1. Was hatte ich denn das letzte Mal gemacht? Fitness?
Nee, wir hatten doch hier Muni, oder? Genau. Oder was? Feuerrate ist natürlich auch gut. Ich weiß nicht, was man am besten macht. Nachladegeschwindigkeit ist natürlich auch nicht schlecht. Feuerrate. Ich habe keine Ahnung. Kann ich das machen? Ich mach's einfach mal. Ja, wir verbessern das. Bam! Kriegst du gleich einen Schock. Ich glaube, das haben wir das letzte Mal auch gemacht, aber es ist ja gar nicht schlecht. Wir haben noch 1400 Punkte. Können wir damit vielleicht noch eine Kleinigkeit machen? War ich ein bisschen zu voreilig? Kann ich noch mehr? Setz die nochmal drauf. Mach's dir gemütlich. Entspann dich. Genau. Genau. So. 1400, 2000. Also das können wir nicht machen. Hier, dann machen wir Kaliber nochmal oder Fitness ein bisschen. Hm? Wie wär's? Reserve. Erhöhen wir das doch mal. Ja, so, jawoll. Haben wir das auch gleich erhöht. Also ich finde es nicht schlecht. So, wenn ich jetzt zweimal selber genommen hätte. Ich glaube, wir können von allem genug gebrauchen, aber ich finde das mit Waffe und Muni und das finde ich schon nicht unwichtig. So, dann gehen wir da mal rein wieder in die andere Welt. Mach deine olle Lampe aus. Wir sind wieder zurück. Wir nehmen die Flasche mit. Nimmst du die mit? Nein? Willst du nicht? Ich nehme die Flasche. Oh Mann, oh Mann. Ach, hier ist doch auch noch unsere Entschärfungsgeschichte. Ich probier's mal. Was soll ich sonst machen? Was soll ich machen? Ups. Weißt du, das ist echt hohl von mir. Das gebe ich auch zu. Warum ist es hohl? Weil ich immer denke, ich habe noch Zeit. Ich denke immer, ich kann es einmal drehen lassen und dann mache ich. Aber nein, man darf ja nur eine Umrundung machen. Es wurde halt auch erwähnt. Kann ich mir nochmal einschreiben? Wieso? Soll ich das machen? Vorsichtshalber? Speichert. Muss ich das mit dem Stuhl jetzt auch nochmal machen? Theoretisch könnten wir uns jetzt sogar nochmal umentscheiden. Wenn ich das jetzt nochmal machen muss, könnte ich sogar noch was Neues nehmen. Aber ich glaube, ich bleibe dabei. Ja, wir müssen es nochmal machen. Sorry, das ist immer ein bisschen blöd. Mir wäre es privat egal, das alles nochmal immer kurz zu machen. Aber in der Aufnahme ist es immer doof. So, Waffe, Feuerrate. Ja. So. Genau, genau. 400 haben wir noch. Steh wieder auf. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Genau. So, und dann gehen wir wieder zurück. Das geht ganz fix. Oh, halten. Ich denke halt immer, ich habe noch Zeit. Und ich habe Angst vor den Bomben. Ich schaff's halt immer nicht. Bock, die Lampe auszumachen? Danke. Oh Mann, die geht immer an, weil ich ja mit ihm auch so laufe. Das ist total bescheuert. Oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, ne, dann blamiere ich mich wieder zu Tode. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, ist nicht so einfach. Hast du mal Lust rauszugehen, oder? Wo sind wir denn jetzt? Wir sollen ja die Typen platt machen. Aber ja, weiter weiß ich auch nicht. Nee, den zünde ich jetzt nicht an, ist mir egal. Die, die hängen, die lasse ich hängen. Wieso ist es hier so still jetzt? Warum ist hier nichts los? Ich höre auch niemanden. Aha. Okay. Ich bin hier irgendwie so, ne? Bisschen offen. Mach mal kaputt. Mach mal die Tonne kaputt. Kriegst du nicht mal die Tonne kaputt? Oh, wenigstens hat er schon mal nachgeladen. Jetzt sind wir wieder am Anfang? Wie jetzt? Muss ich alles nochmal machen? Ne, jetzt geht's wieder los. Ich wollte gerade sagen, hier kennen wir uns doch aus.
Kennen wir doch schon. Ich bin so dumm. Oh, es tut mir so leid. Ich sehe das Seil dann so in der letzten Sekunde und dann... Oh Gott. Das Problem ist, wenn man immer wieder stirbt, dann vergisst man einfach, dass man auch alle Fallen wieder entschärfen muss. Die sind ja alle wieder da. Und ich dachte halt, ja, wir waren doch da schon... Oh, so richtig, richtig scheiße gerade, ne? Das ist so richtig scheiße. Die Frage ist nur, muss ich da, wo ich gerade eben war, auch nochmal wieder alles absuchen? Oder wie? Das verstehe ich immer nicht. Was also... Mach das hier alles so, kein Ding, alles schon ausgesucht. Es geht im Nu. Jawohl, wir gehen durch den Spiegel. Ich fand den Spiegel aber gar nicht schlecht. Führen die verschiedenen Spiegel auch an verschiedene Orte zurück? Irgendwie... Aber wir sind ja zwar hier... Wir sind zwar hier schon mal durchgekommen. Muss ich jetzt die Bombe auch noch mal entschärfen? Oh, das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, dass ich das immer noch mal machen muss. Nein! Oh! So, damit ihr es nicht noch mal alles sehen müsst, bis gleich, ich mache einen Cut. So, da bin ich wieder zurück. Und ich habe tatsächlich noch mal überdacht, ob ich die... auf dem Stuhl was anderes nehmen und ich habe es doch nochmal geändert. Hm. Und zwar habe ich gedacht, statt dass ich nochmal die Feuerkapazität oder was ich da hatte, die Feuerrate genau, die erhöhe ich doch nochmal. Ich habe die Genauigkeit besser gemacht. Ich habe dann sogar noch Punkte übrig gehabt und die dann auf kritisch noch gesetzt. Und dann war sogar noch Punkte, glaube ich, übrig für irgendwas mit Kapazität. Naja. Auf jeden Fall ist es jetzt gerade so. So, irgendeiner regt sich da tierisch wieder auf. Ist das nicht meine Ecke? Ja, ne? Meine Ecke mit meinem Zeug. Das lasse ich mir nicht entgehen. So, da oben läuft einer lang. Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn wir hier unten mal hingehen? Wir müssen aufpassen. Sprengstoff. Okay. Scheiße. Der. Der ist der Typ, der uns immer anschießt. Okay. Da unter links ist der andere, der da einen Larry macht. Da wir jetzt hier noch nicht waren, gehe ich mal nach oben. Weil ich bin ja dann in diesen Dachboden-Dings reingegangen. Nee, können wir aber nicht gebrauchen. Hier war irgendwo auch noch Sprengstofffalle, aber die war da hinten. Ich sehe das rote Leuchten. Und da oben ist die Falle. Das heißt, uns kann soweit gerade erstmal nichts passieren. Ich habe ein bisschen Schiss, dass ich es nicht schaffe, wenn ich ehrlich bin. Weil dann darf ich alles nochmal wieder machen. Ne? Aber dann mache ich einen Cut. Also für euch ist es nicht schlimm. Glück gehabt. Wieder mal sehr viel Glück gehabt. Wenn ich hier nach ganz oben gehe, sind wir dann bei diesem Dachboden, den wir schon kennen? Ach, da sieht man auch den einen, der da Lärm macht. Was ist das denn hier? Huch. Das ist ja krass. Was haben wir hier denn Schönes gefunden? Irgend so eine Statue? Okay. Das lasse ich mir auch nicht entgehen. Gut zu wissen, dass hier so ein Versteck ist. Was ist das mit dieser Figur? Was hat das damit auf sich? Einfach mal kaputt machen und Schlüssel nehmen. Boah, krass. Wir haben Schlüssel für diese Tresortüren. Das finde ich gut. Sehr schön. Kann man den nicht irgendwie da unten mal ausschalten? Der macht so viel Lärm und lenkt auch mega ab von den anderen. Wir müssten nur mal von der anderen Seite irgendwie an ihn rankommen. Aber ich wüsste auch jetzt nicht wie. Tja. Okay, dann...
War da nicht noch was im Schrank? Da war ich ja jetzt auch noch nicht. Genau. Muni? Muni ist immer gut. Nimm die Flasche mit. So. Dann gehe ich wieder auf die andere Seite oder nach unten am besten. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht die anderen Zombies. Wenn doch, laufe ich nach oben. Hier war das Problem, dass ich nicht wegkam oder so, ne? Das ist eigentlich das Problem. Hier muss ich aufpassen. Hier ist so eine Falle. Die entschärfe ich mal lieber. Kommen sie wieder? Ja. Also wie gewohnt. Wir müssen das jetzt leider halt wieder wiederholen. Aber wenn ich das jetzt schaffe, dann sind wir schon ziemlich weit gekommen. Wir gehen jetzt so quasi andersrum. Ja, ja, mach mal die Tür auf. Wir kennen das ja schon. Hm? Oh, da kommt noch einer. Oh, 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 oh. Der war das letzte Mal nicht da. Sie geht... Mach zu. So. So, dann komm mal raus. Hat er wenigstens was für uns? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal raus. Vielleicht wäre sogar in dem Zimmer bei ihr was noch gewesen. Ich weiß es nicht. Oder? Gehen wir das Risiko sogar ein? So, dann lauf mal. Weil soll die mal rauskommen, die Olle. Ja, ja. Da kommt sie. Dann können wir sie besser erledigen. Die ist sehr aufgebracht. Da stand auch von wegen irgendwas mit Laufen, aber ich dachte, ich mach's lieber gerade mal auf meine Weise. Kann ich mich mal zurückkommen und es einfacher für uns machen? Das wäre nett. Mhm. Okay, da ist sie. Das ist gut. Komm mal raus. Bevor sie abhaut. Jawohl. Okay. Puh. Das war okay und gut. Leider hatten die beiden nichts für uns. Er macht sie aber auch immer so wild auf die Türen. Warum? Ich weiß es nicht. Wir haben es aber geschafft. Das ist das, was zählt. War hier irgendwas für uns? Nein. Ach, hier sind wir wieder. Okay. Gut. Und irgendwo oben war einer, ne? Da hinten ist einer, der da steht. Hier können wir nichts mehr machen. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder runter. Können wir hier... Nee. Kommen wir hier irgendwie raus? Oh, oh, da war doch noch was für uns. Oh, oh, shit. Oh, shit. Wo kommt der eine denn bitte her? Ich weiß nicht, wo der eine herkommt. Aber... Ich kann hier nicht einfach runterspringen. Das ist das Problem. Was mache ich denn jetzt? Dann gehe ich wieder nach oben. Ich hoffe, hier ist keiner, weil eigentlich war das unsere gesäuberte Gegend. Genau. Geh raus. Ja, weiter waren wir bisher nicht und ich weiß auch bis jetzt nicht so richtig, wo lang. Wir müssen irgendwie in Deckung bleiben, aber...
Tja. Okay, da hinten ist wieder der eine, der da oben schießt. Und da laufen auch noch Zombies hinten rum, sehe ich gerade. Was mache ich bloß? Wie wäre es mal mit nach rechts laufen? Da waren wir nämlich noch nicht. Okay, wir haben hier eine Fackel. Will ich die nehmen? Oder werden wir dann bemerkt? Ich gehe mal hier entlang. Ich hoffe, mich sieht keiner. Oh Gott! Was zur Hölle? Hier waren wir noch nicht. Er ruft aber... Okay, hier können wir nichts machen. Oh, vielleicht hätte ich die gar nicht entschärfen sollen. Das war vielleicht gar nicht gut, die zu entschärfen. Da oben läuft bestimmt einer entlang. Wenn es der ist, der ich... Oder einer... Also hier unten war ja auch noch einer. Wenn die mal so ein bisschen mehr hier ran kämen, das wäre cool. Was mache ich denn jetzt? Da oben läuft der lang. Okay. Gut, da kann ich leider nicht viel machen. Wir könnten aber mal hier reingehen. Magst du den vielleicht mal anzünden? Oh oh. Ey, willst du mich verarschen? Schön. Jetzt brauche ich dich auch nicht mehr anzünden. Aber wenigstens haben wir das Zeug bekommen. Da war grünes Zeugs. Das ist schön. Was mache ich mit ihm? Schalte ich ihn aus? Kann ich das? Hier ist noch eine Falle. Soll ich den mal lassen? Den da oben würde ich gerne ausschalten, genau. Kriegen wir den denn mal? Was ist das hier? Das Glibberzeug. Bisschen aufgefüllt. So eine coole. Ja. Also wenn der da oben rumschleicht, dann kann der uns doch nichts, oder doch? Boah, ich habe keine Ahnung, ey. Kannst du die anzünden, bitte? Oh Mann, ey. Ja. Aber ich hab's versucht. Leider ist mir die Muni, glaube ich, ausgegangen. Und dann kommt noch der Scharfschütze von oben. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht muss ich da noch geschickter rumschleichen oder so? Ich weiß es nicht. Ich versuche es im nächsten Part von The Evil Within und hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dann!